Oh, moin moin, herzlich willkommen, liebe Leute, seid gegrüßt, LS22, nordfriesischer Marsch. Ich bin also ein bisschen überlegen, ich denke, dass wir einen Schwung von unseren Schafen mal zum Schlachter fahren, damit wir auch die Schafsfleischschiene da mal wieder in Gang bringen. Lämmer, natürlich auch eine Variante. Ich bin so ein bisschen überlegen. Lämmer sind bis zu 9 Monate, was waren das? Maximalgewicht bei 8 Monaten, 8 und 9 Monate, ja. Mindestens 4 Monate. Würde natürlich ein bisschen mehr Geld bringen, ne? Wir würden die Milch, die Schafsmilchproduktion gut am Laufen halten und würden halt erstmal kein Schafsfleisch machen. Alles, glaube ich, kriege ich noch nicht bedient. Aber die Schafstelle auf den Inseln, der ist gut gefüllt, beide. Und dementsprechend würden sämtliche Nachwuchsgeschichten aktuell ins Leere laufen. Dem wird schon Sinn, da was abzuholen. Ja, wir haben auch leicht zu tun. Wir sind im Mai 1. Die Zeit läuft nur mal 1. Ich möchte auch die Mosterei auf jeden Fall haben. Apfel haben wir nichts. Also natürlich ist die Idee, dass man Apfel hinbringt, ist toll, klar. Aber ohne Apfel bringt uns das nichts. Und Apfel gibt es erst im nächsten Monat. Aber Trauben haben wir noch im Lager, meine ich. Und Birne haben wir gesehen, haben wir noch im Lager. Und das wäre ja auch schon mal nicht verkehrt. Was kostet noch die Mosterei? Ja, vielen Dank für nachträgliche Glückwünsche. So. Muss ich mir nochmal Gedanken machen. Alles geht nicht zum Schlachter, ne? Wir können natürlich neue Schafe dann kaufen. Können wir auch machen. Einmal alles zum Schlachter fahren. Alles, was angenommen wird. Was aber auch blöd ist, ne? So, 100, was, ich weiß auch gar nicht, wie viele hier den Anhänger reinpassen von Schafen. Also die sind 60, 180 sind bei 60%, da würde es 180 neue geben, ne? So, und hier 8 Monate, die sind eigentlich gut für Lämmer. Das sind 180 Lämmer, die wir dann, naja, machen wir es einfach. 108 gehen auf einmal. Müssen wir mal den Schlachter mal ein bisschen produktiver kriegen. Eins gemacht, Millionen. Ja gut, das hätte ich wohl über. Ja. Mit nichts. Die Kirschen werden schon produziert aktuell, genau. Am Deich habe ich jetzt noch nicht geguckt. Knapp. Schönen Abend mal, moin. Danke fürs Einschalten. Sind nur knapp 13.000, ne? Ist nicht viel. Aber ich kann das erste Mal Lammfleisch aktivieren. Da sind noch ein paar mehr, ne?
Und da wäre natürlich jetzt die Menge von 200, also 108 besser, ne? Wenn man genau zwei volle Ladungen hat. Nicht mal dieses Stückwerk hat. Das klappt natürlich nur so lange, solange der Stall nicht ganz voll gelaufen ist. Da haben wir jetzt noch 72 Stück, genau. Und das sind die alten. 13 Monate, das sind ja auch schon, die sind bei 20%. Die sind bei 60%, ich würde aber trotzdem die jetzt noch nehmen. Aber das lohnt dann nicht anzumachen, ne? Mit 48 Stück mit 6 Monate. 120 mit 8 Monaten. Ja, dann holen wir auch hier die 8 Monate alten Tiere. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Ich weiß gar nicht, wie oft man sowas machen sollte, ne? Mit Nachwuchstiere zum Schlachter fahren. Nach dem Motto, macht das irgendjemand von euch so regelmäßig, von dem Jahr, immer im März und im September oder keine Ahnung, vielleicht meine Tiere zum Schlachter. Hühner wäre ja auch noch so ein Thema, ne? Auch die 6 Monate alten nehmen. Das ist genauso gut, ne? So, dann lassen wir den jetzt mal automatisch fahren. Gehen wir kurz hier bei den Hühnern. Der Stall ist ja auch schon längst voll. Immer mit 300. Bis die Belegung voll war. Gut, fahren wir mal mit. Mal schon mal Fenster zumachen. Nicht besonders weit gekommen. Die Ladung Lammfleisch reichte für 2 Tage 16 im Schlachter. So, Bienenstock 7200. Also beim Tischler direkt. Dann würde ich das eigentlich, wenn das so wenig ist, machen wir das ja meistens mit ihm, ne? Gut ist, er steht auch perfekt beim Tischler, als hätte ich es gewusst. Das muss jetzt zur ersten Kirschplantage. Und hier müssen wir mal Unkraut. Da haben wir schon wieder mehr als genug zu tun, ne? Weil wir tatsächlich noch Mosterei anfangen, Unkraut bekämpfen und noch links die Liste noch ein bisschen abarbeiten. Der Schlachter braucht dringend Crushed Eis, ne? Für Schweinefleisch, für Lammfleisch und für Rindfleisch.
Nur für die Wurst. Und ein bisschen Crushed Eis. Sind dann mit dem jetzt in der Nähe, ne? Werden wir wahrscheinlich gleich auch machen dann einfach. So, erster Apfel, zweiter Apfel, erste Kirsche. Weiß gar nicht, waren es vorher 11? Ja, ich glaube schon, ist rausgegangen. So, fangen wir uns jetzt so an. Eisfabrik. Da muss ich jetzt nochmal gucken, wie ist das, was produzieren wir eigentlich schon? Irgendwas an Eis? Oder wenn nein, was fehlte mir denn dafür noch? Damit wir auch mit Eisproduktion loslegen können, obwohl das natürlich dann irgendwie, glaube ich, gefühlt für 10 Minuten Eis produziert werden kann oder so, ne? Schalt mal beides aktiv, dann sehen wir gleich, was fehlt. So, Crushed Eis 2800, das ist ja auch albern, ne? Kirschen fehlt und Pfirsich fehlt. Und Bretter. Butter. Und Weizenmehl. Und Waffeleis kann man leichter herstellen. Soll ich ein paar mehr Erdbeeren mal, ne? Aber wenn wir einen ordentlichen Sprung Erdbeeren hier hinbringen. Butter und Mehl. Erdbeeren, Butter und Mehl. Gute Nacht auch, danke fürs Reinschalten. Kann ich auch zwischendurch abschalten eigentlich, ne? Ich habe mal die Liste oben. Das mit hier Erdbeermarmelade und Apfelmus, das wird ja auch nicht so auf die Schnelle. Ja, ach nö. Auch keiner gesehen, ne, dass die Schafe sich noch da drin verstecken. Ich wollte mich jetzt nochmal Hühner holen, dachte ich, aber da verstecken die Schafe sich noch im Anhänger, schade. So, er wird nichts mehr los an Hackschnitzel hier. Wollen wir da am Heizkraftwerk vorbeifahren. Und dann
Scharfschall 800. Scharfschall Deich, Insel, Insel. Hab ich den normalen gar nicht. Ja, aber genauso ist ja Kirschschaft möglich, wenn ich die Mosterei kaufe. Weil das kriege ich jetzt nicht hin. Dann will ich jetzt erst die Mosterei kaufen. Dann vielleicht ja, entweder Ketchup oder Marmelade und oder. Wenn wir beides noch im Mai schaffen. Knapp. Danke dir 500 Bits, vielen, vielen Dank für die 500 Bits. Vielen, vielen Dank für nachträgliche Glückwünsche. Dann mehr Stroh hinbringen sollte, aber eine Ladung Stroh müsste reichen. Und danach könnte der dann nachschicken mit dem Sand fahren, ne? Auch Stroh bei der Pelletsproduktion holen können. Da macht nichts, wenn wir am Hof sind, können wir auch gleich tanken. Ja, kann man sich runtersetzen, die Paletten, aber... Aber nicht so, dass ich hier mal sitze und sage, oh, jetzt ist mir aber langweilig, jetzt weiß ich nicht mal, was ich machen soll, also setze ich mal Paletten irgendwie runter von anderen Mods, wovon ich dann optisch vielleicht das hier ein bisschen schöner habe. Aber nur optisch, ne? Das mit Melasse vom Strohbergung war natürlich ein bisschen wichtiger, weil es da geht ja auch um finanzielle Geschichten, dass ich Melasse auch sinnig verkaufen kann, also muss sich das ja ändern. Aber dass die Palette da jetzt 10 cm zu hoch schwebt, das ist ach ne. Schlimmer, was wir behaupten. So. Produziert die Eisproduktion eigentlich genug Crushed Eis für alle Zweige? Oder hast du die schon umgeschrieben, Pascal? Vielleicht machst du 10.000 Crushed Eis. Reicht eigentlich? Okay. Muss halt erstmal so weit sein, dass ich erstmal genug produziert habe, damit ja, die ein bisschen laufen. Also bringe ich besser keine Hühner erstmal zum Schlachter, sonst wollen die auch für die Wurst auch wieder Crushed Eis haben wahrscheinlich. Stehen beide da.
Hier müssen wir gleich gucken, wenn ein bisschen Mist am Start ist, dass es eigentlich auch gleich noch zur BGA gefahren wird. Wo wir die andere Schichte da machen, die wir da unten schon fertig eingestellt haben. Wahrscheinlich kann ich das rein, oder? Und doch. Wasser brauchen die auch noch. Tausender Kuhstall hätte auch noch ein bisschen Stroh haben wollen. Oder eher gesagt, der Fütterungsroboter beim Tausender Kuhstall. Okay, 24.000 Mist. Das ist auch ein furchtbares Durcheinander, was die Anzahlen angeht. 30 Monate, 20 Stück. Das ist schon länger voll, ne? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. So, 8 weitere oben. Die Molkerei mit Milch kommt wieder rein. Ja, wohl Hühner. Jetzt später. Nicht, dass sie alle rausfliegen aus dem Bedarf da, aber immerhin sind sie ins Weiße gerutscht, ne? Macht's aber auch nicht übersichtlicher. Na gut, sind wir schon am Ende, Leute, die ich gerade. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.